Mein Name ist Monika Hülle und ich leite das Kinderhaus Bachwiesenstraße in Stuttgart-Hesla. Das Kinderhaus Bachwiesenstraße besteht seit Oktober 2008. Wir sind zwischenzeitlich ein sehr großes Haus mit insgesamt 10 Gruppen. Wir machen ein Angebot für Kinder zwischen 0 und 6 Jahren und ja, betreuen und fördern insgesamt knapp 160 Kinder bei uns. Inklusion bedeutet bei uns im Kinderhaus auf der einen Seite, dass wir offen sein wollen für Familien mit Kindern, die eine Behinderung haben, und auf der anderen Seite aber auch offen für Familien, die einen anderen kulturellen oder religiösen Hintergrund haben. Also es ist im Grunde, Inklusion bedeutet ja wirklich einen Platz für alle Kinder, ganz egal, woher sie kommen, mit welchem Hintergrund sie aufgewachsen sind, welche Krankheiten oder wirklich auch eine Behinderung sie haben, bei uns Platz zu ermöglichen. Wir möchten gerne unser Angebot weiterentwickeln. Das heißt, Familien verstärkt einzubeziehen, Familien zu unterstützen, ja, Unterstützungsangebote für die Familien zu entwickeln in Form von Beratung oder auch Kurse. Wir haben jetzt so ein bisschen angefangen mit einem Elterncafé, was immer wieder thematische Schwerpunkte dann auch hat. Einmal im Monat machen wir das. Aber zukünftig wünschen wir uns da einfach noch mehr Angebote, um diese Familien zu unterstützen. Das heißt, wir würden uns gerne zu einem Kinder- und Familienzentrum weiterentwickeln. Auf der einen Seite Beratung, Betreuung und Begleitung der Familien zu ermöglichen und sehen uns da auch schon als Fachleute in Bezug auf Unterstützung von Familien mit Kindern mit Behinderung, ja, hier im Stadtteil. Dann hätten wir eine weitere Idee für Kinder, die traumatisiert bzw. einfach auch im emotionalen Bereich dann nochmal Nachholbedarf haben, Therapieangebot zu ermöglichen und benötigen dafür einfach auch Ressourcen.